Ja, meine Freunde, Hommage. Vielen, vielen Dank an den King of Pop. So, Anna, du darfst. Ach, ey. You took my hand, you showed me how, you promised me be around. That's right. I took your words, I believed in everything you said to me. Yeah, that's right. If someone said me is for eine Band. Beim Radio. Okay, warum hört man euch dann nicht im Radio? Weil die Bands, die im Radio laufen, noch deutlich besser sind als wir. Noch möchte ich hinzufügen, wir üben dran. Wir haben schon mehrere große Auftritte gehabt im letzten Jahr auf der Weihnachtsfeier von Antenne MV. Das war ein ganz großer Erfolg. Danach gab es mehrere Buchungsanfragen, aber da wir alle relativ teuer sind, war das dann irgendwie, wurde es dann alles nichts. Ne? Nein, dann haben wir nein, Quatsch. Also wir haben dann zum Beispiel auf einer Antenne MV-Veranstaltung gespielt, auf dem Tanz im Mai im Igerpark Rostock als Vorband von Barclay James Harvest. War auch sehr lustig. Und die Leute mochten Resonanz? Ja, die Leute mochten das. Also wir sind da doch durch. James Harvest hatte noch Publikum. Ja, nee, war lustig. Also so, ich kann ja mal jetzt von mir erzählen. So, ich habe ja da jetzt aus Versehen den Job als Schlagzeuger gekriegt, obwohl ich das gar nicht kann. Und weil Hagen hat nämlich angerufen, der ist eigentlich übrigens der wirkliche Musiker hier bei uns. Der hat das studiert. Der kann Gitarre, der kann Schlagzeug, der kann Keyboard, der kann singen zum Beispiel. Der kann singen, der kann Mac, der kann alles, ne? Und er hat dann. Was ist denn Mac?
Na hier, iBook und Apple und so, ne? McDrive. So. Ganz wichtig als Musiker, McDrive zu können. Der kann alles so. Und der hat mich dann angerufen vor der Weihnachtsfeier und hat gesagt, willst du nicht Schlagzeug spielen? Und ich habe gesagt, naja, ich hab da schon mal vorher gesessen und so. Naja, er sagt, brauchst du vier bis vier zählen, dann geht das schon und so. Ja, so bin ich zum Schlagzeug gekommen und dann ging das so weiter. Und dann haben wir gesagt, treffen wir uns mal, haben wir geübt und dann haben wir den großartigen Auftritt gehabt bei der Weihnachtsfeier. Und haben gesagt, das müssen wir weitermachen. Und das Publikum forderte das auch. Und dann kam es zu diesem großartigen Auftritt im Iger Park und haben gesagt, wir wollen mehr. Wir wollen Ralswiek. So. Wir wollen Ralswiek, die Naturbühne erobern. Und da gab es dann ein Schlupfloch im Programm, eine freie Stelle, wo wir dann auch auftreten konnten bei unserem Antennegeburtstag. Was auch relativ cool war und 8000 Leute sind extra deshalb gekommen und so und das war schon cool und jetzt